Dann rufe ich auf Top 8 der Tagesordnung, Drucksache 20-2666, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz zur Stärkung der digitalen Bildung im Hessischen Schulgesetz. Und ich darf als Ersten Herrn Promny von der FDP nach vorne bitten. Frau Präsidentin, werte Damen, meine Herren! Der Begriff Homeschooling ist für viele ein rotes Tuch. Meist würde der Begriff hierzulande sofort mit Verweisen auf die Schulpflicht pariert. Vor ein paar Wochen wäre also nichts radikaler gewesen, als flächendeckend das sogenannte Homeschooling einzuführen. Aber genau das ist ja de facto passiert. Und um es mit den Worten des Kultusministers zu sagen, befinden wir uns seit Wochen in einer unterrichtsersetzenden Lernsituation. Bleiben wir bei diesem Begriff, unterrichtsersetzende Lernsituation. Hier stellen sich insbesondere zwei Fragen. Was soll ersetzt werden? Und vor allem, wie soll es ersetzt werden? Die erste Frage scheint leicht zu beantworten, meine Damen und Herren. Wir alle kennen das herkömmliche Schulsystem und meinen daher auch zu wissen, was derzeit ersetzt werden soll. Die Tafel, an der mit der Kreide der Dreisatz erklärt wird, der Erdkundelehrer, der mit einem Zeigestock Hauptstädte abfragt, die Lateinlehrerin, bei der sich jeder glücklich schätzen kann, der bei der Vokabelabfrage vor der ganzen Klasse glimpflich davongekommen ist. Wir alle kennen diese Art von Schule, und sie ist uns vertraut. Aber kann das wirklich zu Hause ersetzt werden? Und vor allem, sollte es ersetzt werden? Hinterfragen wir doch einmal, was wir ersetzen wollen, und überlegen uns neue Formen, wie wir es ersetzen wollen. Wenn wir das tun, kann sich die Krise möglicherweise sogar noch als wirkungsvoller Nachhilfelehrer für unser Schulsystem entpuppen. Um beide Fragen zu beantworten, kommt man an der digitalen Bildung nicht vorbei. Damit sie funktioniert, braucht es aber eine Veränderung im Großen. Dieser notwendigen Veränderung tragen wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf Rechnung. Und dabei bleibt das Bürgerrecht auf Bildung unangefochtene Grundlage. Es muss digital wie analog gewährt werden können. Besonders auch dann, wenn keine Präsenzbeschulung möglich ist. Oder wollen wir unsere Schulen, unsere Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler noch wochenlang mit handgeschneiderten Lösungen alleine lassen? Richtig ist, es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die aus Eigeninitiative voll auf die digitale Beschulung umgestellt haben. Es gibt Schulleitungen in Hessen, die ihrem Kollegium alles zur Verfügung stellen, was es für einen guten digitalen Unterricht braucht. Von digitalen Lern- und Lernumgebungen bis hin zu Videokonferenzsystemen. Es kann aber nicht sein, dass nach Wochen der Schulschließung immer noch gute Improvisation das Beste ist, was wir unseren Kindern bieten. Land auf, Land ab werden Lehrkräfte gelobt, die Kindern ihre Aufgaben in den Briefkasten packen. Das nennt sich dann Anerkennung oder Respekt. Aber, meine Damen und Herren, eigentlich ist das ein Zeichen dafür, dass die Lehrkräfte mit den Aufgaben alleingelassen werden. Es ist ein Zeichen dafür, dass ein politischer Quantensprung im Bereich der digitalen Bildung notwendiger ist denn je. Und, meine Damen und Herren, an Absichtserklärungen mangelt es ja freilich nicht. Es mangelt an der Umsetzung, an dem tatsächlichen politischen Willen. Der vorliegende Gesetzentwurf greift deshalb die Versäumnisse auf, die die Corona-Krise wie in einem Brennglas zum Vorschein gebracht hat. Er verankert die digitale Bildung im Schulgesetz, weil bei digitaler Bildung geht es nicht nur um eine Reflexion des Medienkonsums, die mit Medienerziehung bereits im Schulgesetz hinterlegt ist. Es geht darum, mit neuen Medien produktiv zu werden. Die Nutzung digitaler Lehr- und Lernsysteme wird den Unterricht
nicht nur methodisch, sondern auch inhaltlich revolutionieren. Und das ist keine nette Option. Die Nutzung digitaler Lehr- und Lernsysteme ist notwendig, um den Bildungsauftrag in der digitalen Welt vollumfänglich wahrnehmen zu können. Und ich will das hier ausdrücklich sagen. Dabei ist unstreitig, Pädagogik und Didaktik sind und bleiben wesentlich. Gerade deshalb braucht es eine angepasste Didaktik, eine Didaktik des digitalen Lernens. Und wenn wir schon in so umfassender Weise dabei sind, Unterrichtsinhalte und Methoden neu zu denken, können wir auch den Lernort Schule überdenken. Wir können nicht nur, wir müssen auch. Auch das hat uns die Corona-Krise gelehrt. Die Nutzung digitaler Lehr- und Lernsysteme ermöglicht das Lernen an unterschiedlichen Orten. Und wir können kleinere Gruppen intensivere Förderung zukommen lassen. Und meine Damen und Herren, klar ist auch, keine analoge Methode kann die individuelle Förderung so nach vorne bringen wie das Lernen mit digitalen Lehr- und Lernformen. Und da stimme ich ausnahmsweise, ja, Kollege Diefenbach, hören Sie mal zu, was Ihr Fraktionsvorsitzender zu sagen hat. Da stimme ich ausnahmsweise mal dem Kollegen Wagner zu, der kürzlich in einem Interview bei der Frankfurter Rundschau noch gesagt hat, bei der Aneignung von Wissen haben wir beileibe noch nicht die Potenziale der Digitalisierung ausgeschöpft. Kurzum, wir stellen die Bildung vom Kopf auf die Füße, denn das ist der eigentliche Kern des viel zitierten Humboldtschen Bildungsideals. Bildung zu einem autonomen Individuum. In neueren Bildungstheorien würde man sagen, Bildung als Prozess zu Weltaneignung. Und um das erreichen zu können, müssen sich an diesen großen Schritt in Richtung digitale Bildung noch viele weitere Schritte anschließen. Das ist klar und unstreitig. Ich denke besonders an die Chancengerechtigkeit, die nur durch eine adäquate Ausstattung der Schulen, der Schülerinnen und Schüler gewährleistet werden kann. Es geht aber auch um die Anbindung der Schulen an unser Schulportal. Und die Erkenntnis dieser Anschlussfragen, meine Damen und Herren, macht eine Änderung des Schulgesetzes nicht weniger wichtig, sondern noch wichtiger als je zuvor. Vielen Dank. Für die SPD hat sich Frau Geist zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! In Zeiten von Corona zeigt sich einmal mehr, dass die Hessische Landesregierung die Digitalisierung und den richtigen Umgang damit an hessischen Schulen nicht ernst genommen hat und hinreichend verschlafen, zumindest dort, wo sich Schulträger und Schulen nicht selbst helfen konnten. Jedoch braucht es nicht Corona, um dies festzustellen, denn auch schon vor der Corona-Krise haben wir zahlreiche Male auf die Missstände hingewiesen. Es bleibt zu hoffen, dass die Landesregierung jetzt endlich kraftvoll handelt und die notwendigen Schlüsse zieht. Auf konkrete Maßnahmen und eine effektive Umsetzung haben wir bisher jedoch vergeblich gewartet. Deswegen freuen wir uns, dass die FDP der digitalen Bildung mit der Verankerung im Schulgesetz Gewicht verleihen will, und wir werden ihrem Gesetzentwurf auch zustimmen. Wir sehen aber auch, dass eine Verankerung von digitaler Bildung im Schulgesetz alleine eben nicht ausreicht. Den Worten müssen Taten folgen, schnell und kraftvoll. Homeschooling wurde durch die Corona-Krise zum Mittel der Wahl. Durch das Lernen von zu Hause, oftmals gestützt durch digitale Lernplattformen und abrufbar nur mit einem funktionierenden WLAN-Zugang, ist die Chancenungleichheit sichtbarer als je zuvor. Corona zeigt deutlich, dass der Bildungserfolg in Hessen unverändert und immer noch vom Geldbeutel der Eltern abhängig ist. Sicherlich können viele im digitalen Bereich engagierte Lehrkräfte in zahlreichen engagierten Schulen in Zeiten von Corona ihrer Schülerschaft beim Homeschooling unterstützen und sie mit Lernmaterialien versorgen. Herr Promny hat es erwähnt. Und das ist im Sinne dieser Schülerinnen und Schüler auch gut so.
Aber was ist mit denjenigen, die diese Möglichkeit nicht nutzen können? Nicht alle Lehrkräfte verfügen über die Möglichkeiten der digitalen Bildung, und bei weitem haben nicht alle Schülerinnen und Schüler zu Hause die Möglichkeit, über WLAN an einen Computer ins Internet zu gelangen, denn nicht jeder Haushalt verfügt über ein geeignetes Endgerät und noch dazu eines pro Person. Gerade in Familien mit kleinen Einkommen teilen sich mehrere Geschwister ein Endgerät. Hierdurch können die Schülerinnen und Schüler ihre Schulaufgaben von zu Hause aufgrund mangelnder technischer Ausstattung oder technischen Wissens nur unzureichend bearbeiten. Auch haben nicht alle Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder bei den Schulaufgaben zu unterstützen, da sie entweder durch ihren Beruf nicht im Homeoffice arbeiten können oder nicht über das notwendige Wissen verfügen. Sollte man diesen Kindern einfach ihrem Schicksal überlassen? Auch sie brauchen eine gute individuelle Förderung, um ihre Kompetenz zu stärken und sie bei dem zu unterstützen, was sie gut und gerne machen. Die Defizite und Versäumnisse werden dabei immer sichtbarer. Bildung bedeutet immer noch gesellschaftliche Teilhabe, bedeutet Zukunft und birgt die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben und freie Entfaltung. Und diese Chance muss in Hessen jeder Schüler und jede Schülerin in gleichem Maße haben. Und wir haben schon sehr oft appelliert. Corona hat uns doch allen gezeigt, wie wichtig individuelle Förderung, Chancengleichheit und Stärkung der Digitalisierung sind. Und die Landesregierung hat in diesem Bereich ihre Hausaufgaben seit Jahren nicht wirklich erledigt. Ein Beispiel aus der Praxis in meinem Wahlkreis, das hat mich staunen lassen. Als Schirmherrin der Tafel in Ginsheim-Gustavsburg beteilige ich mich an den Verteilerdiensten, auch in Corona-Zeiten. Und die kluge Leiterin dieser Tafel hat sehr schnell überblickt, dass es gerade die Kinder derjenigen Familien sind, die die Tafeln besuchen müssen, die vom digitalen Bildungsangebot komplett abgehängt sind. Und es ist dieser findigen Tafelleiterin gelungen, an dem Punkt für Abhilfe zu sorgen. Eine Schule in Mainz ist ja ziemlich nah ran an Ginsheim-Gustavsburg, und Rheinland-Pfalz hat ja im Bereich der digitalen Bildung die Kreidezeit längst verlassen, hat 60 Computer an die Tafel Ginsheim-Gustavsburg gespendet. Die Tafel in Ginsheim-Gustavsburg hat alle Rechner mitsamt Tastaturen, Mäusen und Kabel an die Kinder ihrer Kundinnen und Kunden verteilt, um so auch Ihnen die Teilhabe an Bildung in Zeiten von Corona sicherzustellen. Und es wird noch weiter versucht, noch mehr Computer anzuschaffen. Doch das genau ist die Schwierigkeit. Und das alles zeigt, der Bedarf ist hoch. Und, werte Kolleginnen und Kollegen, wenn inzwischen in Hessen die Digitalisierung an unseren Schulen augenscheinlich durch die Tafeln sichergestellt werden muss, dann zeigt das eins: Hessen ist in Not. Und es zeigt, dass an der wenig zielführenden konzeptionellen Arbeit sowohl im Kultusministerium als auch im Digitalministerium dringender Nachbesserungsbedarf besteht. Wir wissen alle nicht, wie lange und wie ausgiebig wir uns mit den Corona-Folgen an den hessischen Schulen befassen müssen. Deswegen, Herr Kultusminister Prof. Dr. Lorz, stellen Sie jetzt sicher, dass umgehend alle Schülerinnen und Schüler mit Tablets und digitalen Bildungsmöglichkeiten versorgt werden. Sich, wie das in der digitalen Bildung gerne geschieht, dabei einen schlanken Fuß zu machen und hinter den Schulträgern zu verstecken, diese im Regen stehen zu lassen, ist dabei aber keine Lösung. Und nach Jahren des Aussitzens muss die digitale Bildung jetzt endlich Chefsache werden, die keinen Aufschub erlaubt. Sorgen Sie für mehr Landesmittel, damit jede Schülerin und jeder Schüler Zugang zu digitalen Bildungsmöglichkeiten hat. Das ist jetzt die erste Aufgabe. Und zur Chefsache gehört aus unserer Sicht auch, die Schulen bei der Entwicklung digitaler Bildungskonzepte nicht alleine zu lassen oder bei dieser wichtigen Aufgabe die Schulträger mit den Schulen alleine zu lassen. Zur Chefsache gehört auch die Erstellung eines digitalen Bildungskonzeptes für Hessen, so wie das in Rheinland-Pfalz längst zum Standard und nicht zur Kür gehört.
Die Stärkung der Digitalisierung darf nicht immer nur Absichtserklärung werden. Sie ist im Hessischen Schulgesetz zu verankern, ist ein erster Schritt. Wir sprechen uns daher dafür aus, wie im Gesetzentwurf beschrieben, dass Lernsysteme und Netzwerke Bestandteile des Unterrichts werden und es gesetzlich festgehalten wird. Und dass alle dafür erforderlichen Maßnahmen wie Fortbildung von Lehrkräften und die digitale Ausstattung von allen Schülerinnen und Schülern, und das unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Dies wäre im Übrigen auch endlich eine geeignete Maßnahme zur Beseitigung von Unterrichtsausfall, da im Bedarfsfall diese Möglichkeit genutzt werden kann anstatt der Präsenzpflicht. Es wird für die hessischen Schülerinnen und Schüler Zeit, dass vielen Worten Taten folgen. Um die Digitalisierung und den richtigen Umgang damit kommen Sie jetzt nicht mehr herum. Wir brauchten vor Corona, und wir brauchen es heute umso mehr, endlich ein gescheites Maßnahmenpaket und ein landesweites digitales Bildungskonzept. Es soll digitale Fortschritte fördern und zugleich Chancenungleichheit verhindern. Die Hessische Landesregierung steht dabei bei Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrkräften in der Verantwortung. Also machen Sie was draus. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Geis. Wir waren eben sehr liberal mit der Redezeit. Als nächstes Kollege Scholz von der AfD. Das Pult ist wieder für Sie poliert. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Im Rahmen der heutigen Debatte zum Gesetzentwurf der FDP wurde ja schon diesbezüglich einiges gesagt. Es bleibt aber, man kann das nicht oft genug sagen, leider wurden unsere Schulen überrascht, weil Notfallpläne oder detaillierte Handlungsempfehlungen des Hessischen Kultusministeriums fehlten. Einer Umfrage zufolge beschränkte sich die einsetzende Heimbeschulung, ich verzichte auf Anglizismen, zu sage und schreibe 84% auf den Versand von Arbeitsblättern. Glücklich konnten sich dabei diejenigen Schüler schätzen, welche über Internetzugänge verfügten und im Besitz digitaler Endgeräte sowie Drucker waren, und überglücklich natürlich diejenigen, welche auch noch Eltern hatten, die sie unterstützen konnten. Besonders schwer traf es natürlich die Kinder aus bildungsfernen Familien sowie leistungsschwache Schüler. Die zügige Umsetzung des Digitalpaktes und damit verbunden eine zeitnahe Ausstattung der Schulen mit digitalen Endgeräten, schnellem Internet sowie einer funktional ausgereiften digitalen Lehr- und Lernplattform hätte gewiss zu einer deutlichen Entspannung der höchst bedenklichen derzeitigen Lage beitragen können. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Gegenwärtig rächt sich die von Schwarz-Grün geschaffene Tatsache, dass die Schulen gerade in Bezug auf ihre technische Ausstattung totgespart und die Lehrkräfte unzureichend auf die Anwendung der digitalen Instrumente geschult wurden. Die vorliegende Novellierung des Hessischen Schulgesetzes seitens der FDP-Fraktion soll nun den großen Durchbruch bringen. In Zeiten großer Verunsicherung möchte nun die FDP offenbar die Gunst der Stunde für sich nutzen und einer umfassenden digitalen Durchdringung des Unterrichts für alle Schulformen zum Durchbruch verhelfen. So soll in § 3 unseres Schulgesetzes ein neuer Absatz im Umfang von 3 kurzen Sätzen eingefügt werden. Dessen Inhalt wirft unseres Erachtens einige Fragen auf. Lassen Sie mich dies genauer ausführen. Hierzu Satz 1 und 2 im Wortlaut. Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages nutzt die Schule auch digitale Lehr- und Lernsysteme sowie Netzwerke. Sie sind regulärer Bestandteil der Unterrichtsarbeit. Wir sehen in diesen Bestimmungen Konfliktpotenzial hinsichtlich der Verbindung mit der garantierten selbstständigen pädagogischen Gestaltungsmöglichkeit der Schule nach § 3 Absatz 5 Satz 1 und 2 sowie § 127 Absatz 2 des Hessischen Schulgesetzes. So könnte beispielsweise eine bestimmte Schule den Beschluss fassen wollen, dass ihr pädagogisches Konzept keine digitalen pädagogischen Instrumente und
oder digitale Netzwerke beinhaltet. Das heißt, dass diese somit nicht zum festen Bestandteil ihrer regulären Unterrichtsgestaltung werden sollen. Eine derartige Beschlussfassung bzw. deren Umsetzung bliebe dann jedoch dieser Schule verwehrt. Dies bedeutet aber nichts anderes als die Einschränkung ihrer gesetzlich garantierten pädagogischen Selbstständigkeit. Gerade diese Selbstständigkeit, meine Damen und Herren, unserer Schulen in der Festlegung eigener pädagogischen Konzepte sowie eigener besonderer Ziele und Schwerpunkte ist ein hohes und zu verteidigendes Gut. Überdies ist die Einfügung der beiden zitierten Sätze in den Rahmen der Verwirklichungsgrundsätze des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule aufgrund ihres intervenierenden Tenors nach unserem Ermessen eine falsche Verortung im Schulgesetz. Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass die digitale Infrastruktur für die Schüler gegenwärtig nicht in gleicher Ausprägung zur Verfügung steht. Die im FDP-Antrag geforderte obligatorische Nutzung von Lehr- und Lernplattformen sowie digitalen Netzwerken würde daher z. B. bei der Bearbeitung von Hausaufgaben zum Gleichheitssatz nach Art. 3 Absatz 3 Grundgesetz zuwiderlaufen. Weiter zur Bestimmung des Satzes 3. Dieser lautet, im Bedarfsfall können digitale Lehr- und Lernformen an die Stelle des Präsenzunterrichts treten. Wir fragen uns, welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein solcher Bedarfsfall vorliegt? Wie Sie wissen, verehrte Libertäre, liegt die Interpretationshoheit bekanntlich beim Leser Ihrer Gesetzesnovellierung. Daher meine Frage an Sie. Wie wäre oder wäre etwa durch den Mangel an geeignetem Lehrpersonal bereits der Bedarfsfall eingetreten? Hier bleibt Ihre Novellierung eine Antwort schuldig. Sie stellt daher keine Präzisierungsleistung dar, wie sie von einer rechtlichen Regulierung erwartet werden muss. Ganz im Gegenteil, Sie bringen es fertig, in das Schulgesetz eine Bestimmung zu integrieren, welche das Potenzial in sich birgt, die Umsetzung der allgemeinen Schulpflicht zu beeinträchtigen. Bereits geringe Abweichungen vom Normalzustand können nämlich unter Verweis auf Ihren neuen Absatz 13 Satz 3 zum Bedarfsfall erklärt werden. Und als dessen Folge kann gemäß Ihrer Bestimmung der Fern- und Heimunterricht den schulischen Präsenzunterricht teilweise oder auch vollständig ersetzen. Möglicherweise haben Sie dies aber vollzogen, um Ihrem Herzensanliegen nach der totalen Digitalisierung unseres Bildungssystems einen rechtlichen Freibrief im Rahmen unseres Schulgesetzes ausstellen zu können. Damit jedoch instrumentalisieren und schwächen Sie zugleich ein Gesetzeswerk zwecks Durchsetzung Ihrer parteipolitischen Agenda. Dennoch, und das möchte ich betonen, halten wir den Ansatz, was seine inhaltliche Motivation anbetrifft, im Grundsatz für anerkennenswert. Der Einsatz digitaler Lehr- und Lernsysteme an unseren Schulen muss jedoch an präzise rechtliche Regeln und praktikable Kriterien für deren Umsetzung gebunden sein. In Ausnahmesituationen wie Pandemien, aber auch der Fall eines Krankenhausaufenthaltes sind digitale Lehr- und Lernplattformen sowie Netzwerke probate Instrumente zur effektiven Teilhabe der Schüler im Bildungsprozess. Sie können als Ergänzung des analogen Unterrichts zielführend sein. Ersetzen können Sie diese ihn jedoch nicht. Daher, liebe Kollegen, unser Vorschlag, und damit komme ich dann zum Schluss. Die rechtliche Regulierung digital unterstützten Unterrichts könnte über dessen Verankerung in den Kerncurricula bzw. in Form von Bildungsstandards als sogenannte digitale Kompetenzen erfolgen und in § 4 und oder § 6 Absatz 4 des Hessischen Schulgesetzes Berücksichtigung finden, wobei die Art und Weise ihrer konkreten Ausgestaltung den einzelnen Schulen vorbehalten bliebe. Meine Damen und Herren, die vorgelegte Gesetzesnovellierung der FDP-Fraktion weist formale Mängel auf und regelt nicht das, was sie zu regeln intendiert. Sie wird daher von uns, der AfD-Fraktion, als nicht zustimmungsfähig erachtet. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Scholz. Auch hier war wieder das Liberale in mir drin mit der Redezeit. Ich darf den Kollegen Feilmann bitten,
seinen Weg an das Rednerpult zu beginnen. Die Liberalität bleibt jetzt auch weiterhin für alle erhalten, aber man muss sie nicht ausnutzen, Herr Kollege. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen auch der FDP-Fraktion. Sie versuchen zu unterstellen, so etwas machen Sie ja öfter, gestern die Rede von Herrn Rock war ein gutes Beispiel dafür, es gäbe unbedingt einen gesetzlichen Regelungsbedarf, da wir angeblich auf eine Bildungskrise zutreiben und dabei handeln unsere Lehrerinnen und Lehrer bereits seit Jahren in diesem Sinn der Einbindung digitaler Elemente in den Unterricht. Ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, der Einsatz modernster Mittel sei eine zentrale Frage, aber dieser Gesetzentwurf ist dafür nicht erforderlich. Denn das, was Sie bezwecken, ist längst in ausreichender Form, wie ich denke, geregelt, und zwar in dem Gesetz, das Sie hier ergänzen wollen. Und wir wollen unseren Lehrerinnen und Lehrern, denen wir an dieser Stelle übrigens auch einmal ein herzliches Dankeschön zurufen wollen für ihr vorbildliches Handeln in der jetzigen Krise und dies unter Einbindung aller Möglichkeiten digitalen Unterrichts. Ja, wir wollen den Lehrerinnen und Lehrern doch nicht unterstellen, willkürlich und ohne Rechtsgrundlage zu handeln. Nein, das tun Sie sicher nicht. Denn Sie haben alle sehr genau den § 10 des Hessischen Schulgesetzes gelesen und auch verstanden, der Ihnen alle Möglichkeiten öffnet für digitalen Unterricht und die Überschrift trägt Zulassung von Schulbüchern und digitalen Lehrwerken. Ich darf allen hier in wenigen Sätzen in Erinnerung rufen, wovon ich rede. Herr Bromny, die Nutzung digitaler Medien ist notwendig. Und deshalb sagt der § 10 auch im Absatz 1 aus, dass Schulbücher Druckwerke sind, die dazu bestimmt sind, von Schülerinnen und Schülern im Unterricht für längere Zeitraum benutzt zu werden. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Digitale Lehrwerke stehen den Schulbüchern gleich, sofern sie ebenfalls für einen längeren Zeitraum benutzt werden. Im Absatz 5 wird dann gesagt, dass eine Rechtsverordnung Näheres regelt. Und diese Rechtsverordnung gibt es natürlich. Und sie sagt genau aus, im § 5, für alle Schulformen mit den einzelnen Fächern, wo digitale Lehrwerke eingesetzt werden können. Und genau daran halten sich unsere Schulen, gestützt unter anderem durch die ebenfalls im Hessischen Schulgesetz verankerte pädagogische Eigenverantwortung der Lehrkräfte. Es gibt also eine gesetzliche Grundlage und es gibt eine unmissverständliche Verordnung mit Details zur Umsetzung, Zulassung etc. von digitalen Hilfsmitteln. Unterstützt werden sie dabei wesentlich durch die Nutzungsmöglichkeiten des Schulportals, der zur Verfügung stehenden digitalen Lern- und Arbeitsplattform, die übrigens bereits fast 1.000 Schulen regelmäßig nutzen und die bundesweit einmalig ist und von den Schulen sehr positiv angenommen wird. Hier, meine Damen und Herren, benötigen wir sicherlich keinerlei weitergehende Regelung im Hessischen Schulgesetz. Es kommt aber noch besser. In der Zeit der aktuellen Krise wird eine große Zahl von Schülern und Schülerinnen mittels digitaler Hilfsmittel, Lehr- und Lernsoftware nicht an der Schule, sondern zu Hause unterrichtet. Zugegebenermaßen, noch nicht in allen Fällen völlig reibungslos, aber das ist eine Frage der Erfahrung und der Übung und nicht einer so allgemein gehaltenen gesetzlichen Regelung, wie Sie diese vorschlagen. Sie schreiben nun in Ihrer Problemdarstellung wörtlich, ich zitiere, digitales Lernen ist zeit- und raumunabhängig und so beispielsweise auch an alternativen Orten möglich. Ja, was passiert denn zurzeit? Ganz ohne Ihre Aufforderung. Unterrichtsinhalte und Unterrichtsmethoden müssten der veränderten digitalen Welt angepasst werden, schreiben Sie weiter. Meine Damen und Herren, was passiert denn zurzeit anderes? Ohne Ihre Initiative. Die Krone setzen Sie in Ihrer Problemdarstellung aber damit auf, dass Sie tatsächlich behaupten, dass die Nutzung digitaler Lehr- und Lernsysteme sowie Netzwerke im Schulgesetz nicht ausdrücklich erwähnt sei. Ich denke, man soll den Gesetz erst einmal richtig lesen, die Verordnungen dazu, und dann nicht einen Gesetzentwurf in die Welt setzen, der so leicht widerlegt werden kann. Ich habe Ihnen die Normen ja gerade genannt. Ganz abgesehen, und Sie gestatten mir den kleinen Ausflug, ganz abgesehen von Ihrem Gesetzentwurf möchte ich angesichts der Corona-Krise nochmals auf die Leistungen unserer Schulen und damit der Lehrerinnen und Lehrer eingehen. Ich bin ständig mit Schulen in Kontakt und bewundere die Kreativität und den Einfallsreichtum der handelnden Personen, wenn es darum geht,
in einem wesentlich schnelleren als dem geplanten Ablauf die notwendigen Anwendungen gerade digitaler Hilfsmittel voranzutreiben und in den Unterricht so weit wie möglich zu integrieren. Obwohl ein anderer Zeitplan mit einer geregelten Abfolge von Einführungsschritten angedacht war, bewältigen die Lehrerinnen und Lehrer die Situation mit großer Bravour. Und dafür gehört Ihnen unsere ganze Hochachtung und Respekt. Aber ich will natürlich Ihren Gesetzentwurf nicht aus dem Auge verlieren. In vielen Redebeiträgen der vergangenen Wochen und Monate haben wir versucht zu erläutern, wie viele Maßnahmen es bereits gibt, um die digitale Kompetenz sowohl des Lehrpersonals als auch der Schülerinnen und Schüler auszubauen. Es scheint aber nicht in allen Facetten angekommen zu sein. Ihre diesbezüglichen Hinweise im ersten Absatz der Problemschilderung Ihres Gesetzes sind eigentlich nichts weiter als die Wiederholung dessen, was selbstverständlich ist und was schon längst die Agenda der Landesregierung mitprägt. Sie erinnern sich möglicherweise dunkel an die vier Säulen der Umsetzung des Digitalpakts. In diesen geht es unter anderem um die pädagogische Unterstützung bei Medienkonzepten, den Einsatz des Schulportals, die Ausbildung der Lehrkräfte sowie die Medienkompetenz und den Jugendmedienschutz. Bitte nehmen Sie doch einmal die Redeprotokolle zur Hand und lesen Sie dort nach, was bereits alles geschieht. Stellen Sie sich bitte nicht hin und behaupten, das Thema moderne Medien gehe völlig an der Landesregierung und den sie tragenden Fraktionen der CDU und Bündnis 90 vorbei. Das sind nun Ihrerseits tatsächlich Fake News. Übrigens ist es auch ohne Zweifel richtig, dass es nicht von der wirtschaftlichen Lage abhängen darf, dass alle Schülerinnen und Schüler am digitalen Unterricht teilhaben können. Nicht ohne Grund wurde in einem ersten Schritt seitens der Bundesregierung Zuschüsse für die Beschaffung von Hard- und Software ins Leben gerufen. Sie erinnern sich vielleicht an die Aufstockung der Mittel des Digitalpakts um 10% für eben diesen Zweck vor wenigen Tagen. Ich denke, das ist nicht die endgültige Lösung, aber es ist das richtige Signal. Und Sie sehen, man denkt daran. Und natürlich bleibt der Präsenzunterricht, Herr Promny, auch bei der Nutzung digitaler Hilfsmittel der Regelfall. Niemand hat das jemals in Zweifel gezogen, Herr Scholz. Andere zeitweise Regelungen sind dann einer jeweils aktuellen Lage geschuldet, und das funktioniert auch, wie wir zurzeit ja feststellen können. Fassen wir zusammen, und ich will die Zeit heute nicht über Gebühr strapazieren, denn wir werden leider noch einmal die Gelegenheit haben, darüber zu reden. Ich kann Ihnen nur raten, den Gesetzentwurf nochmals zu überdenken, denn er beinhaltet nichts Neues, und die Begründung spricht nur von Dingen, die bereits laufen bzw. bereits in entsprechenden Papieren geregelt sind. Herr Promny, Sie haben heute darauf hingewiesen, dass noch Details zu regeln sind. Richtig, das ist unbestritten. Und Herr Schwarz und Herr Diefenbach haben Ihnen heute darauf die notwendigen Antworten gegeben. Ihr Gesetzentwurf jedenfalls ist nicht dazu geeignet, diesen von Ihnen selbst dargelegten Ansprüchen gerecht zu werden. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Feilmann. Ich rufe den Geschäftsführern zu, das nächste Mal bei 37 Dingern gleich 8 machen. Dann hält sich auch jeder dran. Bitte schön, Frau Kuder. Doch, da habe ich mal große Hoffnung. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Heute Morgen haben wir schon im Rahmen des Setzpunktes über bildungspolitische und gesamtgesellschaftliche Auswirkungen der Corona-Krisenbewältigung diskutiert. Vor allem die Beschulung von zu Hause aus hat enorme Konsequenzen für die Familien, für die Kinder und Jugendlichen selbst am meisten. In Deutschland hängt der Bildungserfolg immer noch sehr stark vom sozialen Status der Eltern, ja sogar der Großeltern ab. In kaum einem anderen OECD-Land ist die soziale Selektivität des Bildungssystems so groß wie in Deutschland. Der allgemeine Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes gilt aber auch für das Bildungssystem, dessen Aufgabe es also ist, allen den gleichen Zugang zu Bildung und Qualifikation zu ermöglichen, gleiche Bildungschancen herzustellen und Ungleichheiten auszugleichen. Unter den aktuellen Bedingungen der Corona-Krise befinden sich eben solche sozialen Unterschiede wie unter einem Brennglas. Die Voraussetzungen des Homeschoolings werden die soziale Selektivität des Bildungssystems verschärfen und eben nicht beheben, wie es der vorliegende Gesetzentwurf der FDP suggeriert. Im Gegenteil, die Relevanz des Präsenzunterrichts und gut ausgebildeter Lehrkräfte wird uns gesamtgesellschaftlich aktuell vor Augen geführt. Seit Mitte März muss der Großteil der hessischen Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus unterrichtet werden. Auf absehbare Zeit wird es kein Zurück in einen Normalzustand geben.
Die Landesregierung muss endlich konkrete Standards für das Homeschooling entwickeln, unabhängig von dem kleinen und dünnen Leitfaden, den man herausgegeben hat. Aktuell verlieren wir auf dem Weg eben tausende Kinder und Jugendliche, die keinen Zugang zu digitalen Angeboten haben und keine Unterstützung zu Hause bekommen. Es braucht neben konkreten pädagogischen Unterstützungsangeboten für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf und diejenigen, die alleine eben nicht gut mit Unterrichtsinhalten zurechtkommen, auch eine Garantie für eine digitale Teilhabe für alle. Der im letzten Jahr beschlossene Digitalpakt kann genau dies eben nicht garantieren, aus welchem in Hessen auch noch fast nichts abgerufen wurde. Der Digitalpakt ermöglicht ja außerdem hauptsächlich Investitionen in Netze und größere Systeme in den Schulen und nur mit einigen Hürden die Beschaffung von Endgeräten für Schülerinnen und Schüler. Dieser Konstruktionsfehler führt jetzt dazu, dass Schulträger selbst die Endgeräte organisieren müssen, die sie ihren Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen wollen. Und das können auch eben nicht alle Kommunen leisten. Eine Teilhabe am Unterricht darf nicht vom Engagement einzelner Schulleitungen oder von einzelnen Dezernenten abhängen. In Hessen gilt die Lernmittelfreiheit für Lernsoftware und Schulbücher, also muss sie auch für digitale Endgeräte gelten, ohne die eine Lernsoftware nicht nutzbar ist. Aufgrund mangelnder digitaler Ausstattung mussten schon einige Schulen auf eine Verschickung der Aufgaben per Post umstellen, um alle Schülerinnen und Schüler überhaupt aus der Ferne unterrichten zu können. Die Landesregierung trägt hier die Verantwortung, digitale Teilhabe für alle Schülerinnen und Schüler zu sichern. Das beinhaltet nicht nur die Bereitstellung digitaler Endgeräte, zumindest für all jene, die sie benötigen, sondern auch den Zugang zum Internet. Und das hat auch nicht jeder Haushalt. Ohne guten Internetanschluss kann niemand an Online-Lernplattformen partizipieren. Ohne die Hilfe des Landes wird sich die soziale Ungleichheit weiter verschärfen, und tausende Schülerinnen und Schüler werden weiter in ihrem Recht auf Bildung aktuell beschnitten, weil sie nicht teilnehmen können am Unterricht, zumindest nicht so, wie das sein sollte. Die vom Bund beschlossenen Mittel wurden ja angesprochen, also die 150 € pro bedürftigem Schüler bzw. Schülerin können zwar ein Ansatzpunkt sein, aber diese Mittel sind viel zu gering bemessen, davon kann sich niemand ein digitales Endgerät kaufen. Das Land könnte hier mit einem Eigenanteil schnellstmöglich auf einen angemessenen Betrag nachlegen. Am sinnvollsten wäre es aber, wenn man die Mittel erhöht, damit die Endgeräte bei den Schulen landen, welche diese dann weiter an die Schülerinnen und Schüler geben könnten, die sie benötigen. So kann man bürokratisches Antragsverfahren verhindern und die Frage nach Zuständigkeit der Wartung klären. Gleichzeitig muss die Landesregierung ihre eigenen Lehrkräfte endlich mit digitalen Geräten ausstatten, die sie benötigen, um aus der Ferne unterrichten zu können. Arbeitgeber sind aus gutem Grund dazu verpflichtet, ihren Angestellten alles zur Verfügung zu stellen, was diese benötigen, um ihre Arbeitsleistung zu tätigen. Das muss doch gerade für das Land Hessen gelten, auch um den Lehrerberuf aufzuwerten. Digitalisierung darf eben kein Selbstzweck sein. Vielmehr sind digitale Lernplattformen ein neues Medium, über welches Bildung vermittelt werden kann. Oft wurde hier schon vom Kultusminister das Primat der Pädagogik heraufbeschworen. Umsetzen sollen dies allerdings dann die Lehrer selbst. Unterstützung war bisher für die pädagogische Nutzung von Lernplattformen, neuen Tools und Programmen kaum vorhanden. Man kann aber die Digitalisierung der Bildung eben nicht auf die Lehrkräfte abwälzen, die in den letzten Jahren immer mehr aufgebürdet bekommen haben. Das Kultusministerium muss pädagogische Konzepte erarbeiten und sie als Orientierung zur Verfügung stellen. Sie muss jetzt Fortbildungen für die Lehrkräfte anbieten, in denen vom Land hinsichtlich Datenschutz geprüfte Tools und Programme sowie ihr pädagogischer Einsatz im Homeschooling vorgestellt und vermittelt werden. Es braucht jetzt nachvollziehbare Standards für digitale Formen der Beschulung. Aktuell ist davon leider nichts zu sehen. Der Vorschlag der FDP, aber dies über eine solche Ergänzung im Schulgesetz zu machen, halte ich nicht für besonders zielführend. Das Schulgesetz regelt sehr, sehr grundlegende Inhalte des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags. In einer Reform des Schulgesetzes ist sicherlich über die Inhalte dieser Bestimmungen zu diskutieren. Aber die Nutzung digitaler Infrastruktur dort aufzunehmen, wie Sie das vorschlagen, erscheint mir nicht besonders hilfreich zu sein. Der politische Wille, das digitale Entwicklungsland Hessen im Schulbereich pädagogisch und infrastrukturell so aufzustellen, dass Bildung nicht länger sozial selektiv ist und alle an der digitalen Entwicklung teilhaben können, kann nur durch Druck von unten, also Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern, erwirkt werden. Von alleine wird sich die Landesregierung hier nicht bewegen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Es geht also auch bei diesem Thema kürzer. Kollege Rudolph hat recht.
Ich darf als nächstes Kollegin Anders bitten, zu kommen und zu uns zu sprechen. Sie haben das Wort. Danke schön. Danke, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Ergänzung zum Schulgesetz der FDP zur Stärkung der digitalen Bildung braucht es nicht. Und ich nutze auch gerne die Zeit, um darzulegen, warum es das nicht braucht. Ganz formal gesehen braucht es das schon einmal nicht, weil unser jetziges Gesetz digitales Lernen, digitale Lehr- und Lernformen oder Systeme und digitale Vernetzung jetzt schon in und rund um Schule ermöglicht. Die pädagogische Freiheit von Lehrkräften in § 86 Absatz 2 des Hessischen Schulgesetzes erlaubt, digitale Lernmethoden anzuwenden. Und der § 10 regelt auch die Zulassung der digitalen Lehrwerke. Und dann in § 153 sind diese auch in der Lernmittelfreiheit enthalten. Alles, was Sie also in Ihrem Gesetzentwurf fordern, geschieht jetzt schon an hessischen Schulen, und das geschieht selbstverständlich gesetzeskonform. Unser Schulgesetz gibt also die Grundlage für digitales Lernen an unseren Schulen. Und um dies flächendeckend auch umsetzen zu können, haben wir ja im letzten Jahr den Digitalpakt Hessen auf den Weg gebracht. Bund und Land hat die notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt, und das sind 500 Millionen Euro insgesamt. 500 Millionen Euro, ich möchte es noch einmal betonen. Schulen, Schulträger, das Ministerium arbeiten mit Nachdruck an Konzepten, an der Installierung von Hard- und Software vor Ort und auch an Fortbildungsangeboten für Lehrkräfte. An vielen Schulen werden das Schulportal genutzt, die Schulcloud, andere Formen des digitalen Unterrichts werden eingesetzt. Auch das haben wir heute mehrfach von Herrn Promny gehört. Das Schulportal scheint ja irgendwie die einzigste Lösung überhaupt zu sein. Viele Schulträger haben eigene Portale gegründet. Viele Videounterrichtskonferenzen finden schon statt. Ja, vieles findet schon statt. Viele Schulträger hatten schon längst eigene Portale, und die werden schon lange und fleißig genutzt. Und wöchentlich, krisenbedingt, kommt auch immer mehr dazu. Es scheitert am wenigsten an den Ressourcen, sondern in Hessen ist digitale Bildung schon Realität. Faktisch ändert der Gesetzentwurf also nichts. Also muss man ja wohl darüber sprechen, ob es abseits von solchen Krisenzeiten wie im Moment digitalen Unterricht zu Hause geben soll. Und dazu möchte ich ganz deutlich sagen, dass es natürlich sinnvoll und bereichernd ist, digitale Medien und Formate einzusetzen, im Unterricht einzubauen. Und es versteht sich von selbst, dass im 21. Jahrhundert auch Medienkompetenz an unseren Schulen einen Stellenwert und einen Platz hat. Aber vor allem möchte ich doch betonen, was Kinder und Jugendliche wirklich brauchen. Und wenn wir eins in den letzten Wochen und in den letzten Monaten gemerkt haben, dann doch, dass Schülerinnen und Schüler vor allem Gemeinschaft brauchen, dass sie Austausch brauchen, dass sie Feedback brauchen, und sie brauchen Beziehung. Sprich, Kinder und Jugendliche brauchen einen Ort zum Lernen, und dieser Ort ist die Schule und ganz sicher nicht das Zuhause. Zu Hause ist nicht der Ort des neuen schulischen Lernens, denn zu Hause ist bei 500.000 Schülerinnen und Schülern in Hessen sehr, sehr unterschiedlich, und damit sind auch die Voraussetzungen sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn ich das zitieren darf aus Ihrem Gesetzentwurf, da schreiben Sie, Zeit- und Raumunabhängig soll unterrichtet werden, dann sollten Sie ja vor allem dafür sorgen, dass die Voraussetzungen zu Hause erst einmal angeglichen werden. Und da reicht eben eine kleine Schulgesetzänderung herzlich wenig. Da braucht es dann zu Hause nämlich Hard- und Software. Da reicht auch nicht ein einmaliger Zuschuss von 150 €. Ich weiß nicht, wo die denken, wo man solche Geräte für so wenig Geld kaufen kann, aber gut. Und vor allem braucht es ja auch in jedem Haushalt ein leistungsfähiges WLAN.
Das ist ja z.B. nicht im ALG-II-Regelsatz mit inbegriffen, so einen WLAN-Anschluss zu finanzieren. Ich habe von Herrn Lindner die letzten Wochen sehr viel in vielen Talkshows gehört und gesehen. Ich habe nicht gehört, dass er vorhat, diesen Regelsatz zu erhöhen. Denn die Schule kann ja so digital sein wie nur was. Sie kann digitaler werden als die FDP. Die Gegebenheiten zu Hause können wir eben nicht beeinflussen. Und wenn wir allen Schülerinnen und Schülern die gleichen Chancen geben wollen, dann heißt es, wir müssen jedem ein Gerät zur Verfügung stellen, mit einer SIM-Karte, weil den WLAN-Anschluss haben eben viele Kinder nicht. Und dann sollte man das aber auch so fordern, und dann muss man es auch beziffern. In Ihrer Vorlage steht keinerlei finanzielle Auswirkungen. Da habe ich große Fragen dahinter. Aber die technische Ausstattung löst ja noch lange nicht das Problem, dass auch Lebensverhältnisse von Kindern unterschiedlich sind. Da gibt es kleinere schreiende Geschwister, da gibt es beengte Wohnverhältnisse, es gibt überforderte Eltern. Das ist die Realität von vielen Kindern und Jugendlichen zu Hause, und das ist keine Lernumgebung, die förderlich ist. Und wenn eins ganz, ganz deutlich wurde in den letzten Wochen, dass auch Eltern den Lernort Schule sehr, sehr zu schätzen gelernt haben. Denn Eltern wollen und können kein Lehrerinnenersatz für ihre Kinder sein. Sie wollen auch kein Spielpartnerersatz für ihre Kinder sein. Und sie wollen auch nicht dauerhaft Systemadministratoren für ihre Kinder sein. Und ich kann Ihnen gerne erzählen, was das heißt, drei Kinder im Homeschooling zu haben, drei Kinder in drei verschiedenen Jahrgängen, an drei verschiedenen Schulen, an drei verschiedenen Bildschirmen zu Hause und selbst in der Videokonferenz zu sein. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß dabei. Wer das hier mitgemacht hat, der darf gerne die Hand heben. Digitales Lernen zu Hause wird nicht die neue Form des Lernens sein, denn es würde Ungleichheiten verschärfen und nicht abbauen. Es braucht den Ort des Lernens, es braucht die Schule, es braucht digitale Unterrichtsformen und Lernmittel. Das wird gerade in ganz Hessen ausgebaut, weiterentwickelt. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung braucht es nicht, denn die gesetzlichen Grundlagen dafür gibt es schon. Vielen Dank, Frau Kollegin Anders. Das war eine Punktlandung. Ich unterstelle, dass der Kultusminister nunmehr das Wort ergreifen möchte. Und jetzt kann er es auch. Bitte schön, Herr Professor Lotz. Kleben wir fest die Blätter. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieser Gesetzentwurf der Freien Demokraten ist ein schönes Beispiel dafür, wie Opposition versucht, vielleicht in solchen Zeiten auch versuchen muss, ich habe dafür ja sogar ein gewisses Verständnis, einfach mit irgendetwas wahrgenommen zu werden, auch wenn das Heft des Handelns ganz woanders liegt. Es ist ja in der Sache gar nicht falsch, was Sie da aufgeschrieben haben. Nein, ist in der Sache nicht falsch. Es ist nur komplett überflüssig. Es bringt den Schulen für die Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen gar nichts. Und es ist, wenn Sie so wollen, bestenfalls eine legislatorische Stilübung. Meine Damen und Herren, wir brauchen an dieser Stelle keine Änderung des Hessischen Schulgesetzes, um die Nutzung digitaler Lehr- und Lernsysteme zu ermöglichen. Das passiert schon die ganze Zeit. Es wäre allein schon von der pädagogischen Eigenverantwortung der Lehrkräfte nach § 86 des Schulgesetzes gedeckt. Aber auch aus Sicht der Landesregierung sind digitale Lernszenarien seit jeher eine selbstverständliche Option. Damit hat sich übrigens dieses Hohe Haus auch schon in der Vergangenheit beschäftigt, in der vergangenen Legislaturperiode, bei der großen Novelle des Hessischen Schulgesetzes. Denn seither gibt es beispielsweise Regelungen zur Zulassung digitaler Lehrwerke. In § 10 Schulgesetz und über § 153 Schulgesetz sind digitale Lernmittel auch in die Lernmittelfreiheit einbezogen. Seit 2017 gibt es auch die Strategie der Kultusministerkonferenz zur Bildung in der digitalen Welt, die den Bildungsbegriff explizit um die digitale Dimension erweitert. Und da hat Hessen natürlich auch daran mitgestrickt.
Und im selben Jahr wurde auch die Medienbildung als besondere Bildungs- und Erziehungsaufgabe in § 6 Absatz 4 des Schulgesetzes verankert und ein entsprechender Akzent beim Medienkompetenzerwerb gesetzt. Das nur, weil wir über einen Gesetzentwurf reden, um mal einen kleinen Überblick über das Panorama desjenigen zu geben, was heute schon alles im Hessischen Schulgesetz drinsteht und womit man sogar auf der Basis expliziter gesetzlicher Regelungen in den Schulen arbeiten kann und auch tatsächlich arbeitet. Aber es ist auch völlig zu Recht bemerkt worden, gesetzliche Regelungen sind das eine, und was sozusagen da draußen passiert und gemacht wird, das ist das andere. Eben. Und digital gestütztes Lernen, meine Damen und Herren, ist einer der bildungspolitischen Schwerpunkte dieser Landesregierung. Mit dem Programm Digitale Schule Hessen, und dafür brauchen wir keine gesetzliche Grundlage, werden die Rahmenbedingungen dafür umfassend ausgebaut. Das ist ein abgestimmtes Gesamtkonzept. Das umfasst den Ausbau der technischen Infrastruktur ebenso wie die Lehrkräftequalifizierung und verstärkte pädagogische Unterstützungsangebote. Und der Ausbau und die Unterstützung von digitalen Lehr- und Lernsystemen gehört selbstverständlich dazu. Eine Sache ist freilich neu. Was in der Tat neu ist, ist die Notwendigkeit, mit diesen Systemen den Präsenzunterricht zu ersetzen und Lernsituationen auf Distanz als Unterrichtsersatz zu gestalten. Das war so nie geplant. Das ist durch die absolute Ausnahmesituation der gegenwärtigen Pandemie erzwungen worden. Aber auch für die Zukunft, also wenn schulischer Präsenzunterricht irgendwann mal wieder uneingeschränkt möglich ist, möchte ich Wert darauf legen, dass die realen Lernräume und die persönlichen Begegnungen im Präsenzunterricht doch keineswegs abgeschafft werden sollen. Meine Damen und Herren, ich glaube, gerade die jetzige Situation zeigt überdeutlich, und ich bin Frau Kollegin Anders dankbar, dass Sie das auch noch einmal so plastisch auch aus eigener Erfahrung beschrieben habt, dass diese Begegnungen pädagogisch überhaupt nicht zu ersetzen sind. Das heißt, es wird immer dabei bleiben, dass digitale Medien den Präsenzunterricht im Regelfall methodisch bereichern sollen. Wenn diese Bereicherung dann irgendwann in einer solchen Ausnahmesituation, die wir hoffentlich so nie wieder erleben werden, dann als Ersatz herhalten muss, dann ist und bleibt das ein Notbehelf. Aber der Regelfall der Zukunft wird sein, wir haben den Präsenzunterricht, wir haben ihn auch wieder in voller Stärke, aber wir haben Präsenzunterricht mit digitalen Lehr- und Lernmitteln, und wir haben dadurch eine Erweiterung des pädagogischen Instrumentariums, sozusagen des Werkzeugkastens, mit dem unsere Lehrerinnen und Lehrer arbeiten. Und in diesem Zusammenwirken sozusagen von direkter sozialer Interaktion, sozusagen klassischer analoger Lehrmethodik und digitalen Lehr- und Lernmitteln, daraus wird die Zukunft, die Schule der Zukunft entstehen, meine Damen und Herren. Aber dennoch haben sich in der Ausnahmesituation, die wir nun einmal gerade haben, unsere Schulen und Lehrkräfte dieser neuen Herausforderung seit dem 16. März engagiert und kreativ gestellt. Und dafür möchte ich Ihnen auch noch einmal mein Kompliment aussprechen. Es ist eine rasante Entwicklung bei der Gestaltung von Arbeits- und Lernprozessen unter Nutzung digitaler Medien erfolgt. Die Erfahrungen, die dabei gemacht worden sind und gerade auch noch immer gemacht werden, die wir im Kultusministerium in unsere Handreichung umgegossen und zusammengefasst haben, die wir auch ständig weiterentwickeln und so aktualisieren werden, weil es eben auch ständig neue Erfahrungen in diesem Bereich geben wird, all das wird dem Digitalisierungsprozess in der Schule ohne Zweifel einen erheblichen zusätzlichen Schub verleiten und unser Bildungssystem in der Zeit nach der Corona-Krise weiter voranbringen. Eine Schulgesetzänderung brauchte und braucht es dafür nicht. Was es braucht und woran wir arbeiten, ist eine Forcierung der technischen und pädagogischen Weiterentwicklung des Digitalisierungsprozesses. Und da spielt natürlich unsere hessische Lern- und Arbeitsplattform, also das Schulportal, eine ganz wesentliche Rolle. Und es ist zunächst einmal ein ganz großes Kompliment für dieses Schulportal, wenn wir feststellen, am 16. März zählte das ungefähr 650 teilnehmende Schulen. Das war so grob ein Drittel aller unserer Schulen. Und innerhalb weniger Wochen haben sich über 300 weitere Schulen für dieses Schulportal angemeldet. Das ist eine Steigerung um fast 50% in wenigen Wochen. Und ja, wir sind im Moment am Anschlag mit den technischen Kapazitäten, weil diese Ausbaugeschwindigkeit so nicht vorgesehen war. Aber wir arbeiten mit Hochdruck am Ausbau dieser Kapazitäten, um möglichst schnell möglichst alle an Bord nehmen zu können. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden wir die größte Weiterentwicklung an dieser Stelle haben, die man sich im Digitalisierungsprozess momentan überhaupt nur vorstellen kann. €100 Millionen aus dem Digitalpakt werden jetzt vorgezogen für den Ausbau von Online-Lernangeboten. Hier planen die Länder gemeinsam im ersten Schritt
den Aufbau eines länderübergreifenden Portals, das wird dann unser Schulportal ergänzen, mit kostenfrei zugänglichen digitalen Materialien, damit Lehrerinnen und Lehrer ein noch breiteres Angebot vorfinden, wenn sie ihre Lernpakete für das Lernen zu Hause, ja, das wir jetzt auf absehbare Zeit noch brauchen werden, zusammenstellen. Also auch hier investieren wir vor allen Dingen und auch gemeinsam mit anderen Bundesländern darin, dass wir den Materialpool, dass wir das, woraus Lehrerinnen und Lehrer ihre Angebote schöpfen können für die Schülerinnen und Schüler, dass wir das möglichst schnell auch so ausweiten, dass er dann mit qualitätsgesicherten Materialien den Lehrerinnen und Lehrern ihre Arbeit an dieser Stelle erleichtern kann. Und das neue Soforthilfeprogramm des Bundes mobilisiert 500 Millionen Euro, um bedürftige Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten auszustatten. Da sind wir schon auf der Zielgeraden, was die Konkretisierung der entsprechenden Vereinbarung angeht. Wir warten gerade nur noch auf das finale Eckpunktepapier von Seiten des Bundes. Und weil heute ja auch schon einmal der Vergleich mit dem ursprünglichen Digitalpakt gefallen ist, der hat sich lange verzögert wegen des ganzen Streits über Grundgesetzänderungen, Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Das Problem werden wir in diesem Fall alles nicht haben. Also hier werden wir einen Rekord aufstellen, was die Geschwindigkeit des Abschlusses einer solchen Vereinbarung und dann auch die Verteilung des Geldes angeht. Und alle diese Maßnahmen, meine Damen und Herren, Sie bitte an die Zeit. Danke. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich komme zum Schluss. Alle diese Maßnahmen, meine Damen und Herren, werden den Digitalisierungsprozess wirklich voranbringen. Ihrer Schulgesetzänderungen bedarf es dafür nicht. Trotzdem freue ich mich, wenn wir Sie im Ausschuss zum Anlass nehmen, um ganz bestimmt noch weitere Debatten über die Digitalisierung zu führen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe Ihnen nicht angemerkt, dass Sie gerade in der Zielkurve waren. Gibt es weitere Wortmeldungen zu dem Tagesordnungspunkt 8? Das ist nicht der Fall. Dann schlage ich Ihnen vor, und der Minister hat ja eben noch einmal darum gebeten, dass wir zur Vorbereitung der zweiten Lesung den Gesetzentwurf Drucksache 20-2666 in den KPA überweisen. Und ich merke, es nickt alles, dann ist das so hiermit geschehen.